Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Einfach mal rein in den Spaß. Ich weiß gar nicht mehr, was... Du hast 210 Bakwa verdient. Wie habe ich das denn gemacht? Okay. Bin ein bisschen überfragt letztes Mal. Ich meine, es ist erst Dienstag her, aber Dienstag ist so viel passiert. So viel passiert und so viele neue Helden auch rekrutiert. Ich versuche es mal irgendwie ganz kurz zusammenzufassen. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Das gegnerische Reich hat unser Territorium angegriffen. Also es gibt ja zwei Reiche, ne? Da hat man vielleicht, wer es schon gesehen hat, weiß es. Es gibt die Liga der Nationen, der wir angehören, und das Skaldäische Reich. Und da gibt es also einen Vertrag, Friedensvertrag und Nicht-Angriffspakt, bla bla. Aber es gab halt Unruhen an der Grenze, auch vor allem in unserem Gebiet. Und das wurde dann von dem Skaldäischen Reich so ausgelegt, aha, eure Banditen, eure Bürgerwacht greift, greift auf unseren Grenzen halt Dörfer an, bliblablub. Wir marschieren jetzt in euren Gebiet ein. Ganz einfach runtergebrochen. Und dann sind die halt bei uns einmarschiert und dann gab es große Schlacht. Epische Kämpfe, aber wir haben leider verloren, mussten fliehen und bauen jetzt quasi den Widerstand auf. Wir bauen jetzt uns einen Widerstand auf. Und dafür müssen wir halt viele Helden rekrutieren. Und wollen dann eben zurückschlagen. Und währenddessen haben wir jetzt, waren wir wieder in einer alten Ruine. Haben so ein Bäumchen kennengelernt, waren beim Baumvolk, bei den Hütern des Waldes, Baum, ach, weiß ich gar nicht mehr, wie die alle heißen. Werde ich gleich alles wieder sehen, wenn ich da, ich muss wieder zu denen hin, das habe ich mir gemerkt, dass wir da hin müssen zu den Bäumchen. Und Geschichte. Wir wollen ins Land des Wassers. Nach der erfolgreichen Gefangennahme von Hörzwein, genau in der Ruine, haben wir dann die Banditen gestellt. Die ganzen Unruhestifter, die auch hinter Linsen her sind. Linsen sind Gegenstände, mit denen man Magie wirken kann. Hört Noah von Sabine, ich glaube Sabine war es, dass Periel, sicher ist Periel, ist, die, ist das Oberhaupt des... Und Älteste weiß. Das war unser Gebiet. Und Periel ist die, das Oberhaupt. Oh. Und die Periel müssen wir jetzt ausfindig machen, weil in unserer Niederlage wurden wir halt getrennt. Sabin, Sabine und Lian folgen Noah durch den großen Wald, gehen Süden nach Euchris. So, und da waren wir, müssen wir eben ins Dorf der Baumhirten, müssen wir jetzt wieder. Die Baumhirten sind das. Und da waren wir eben auf dem Prüfungsfeld und haben da in einem riesigen Dungeon kleine Rätsel gelöst und viel gekämpft. Ich habe auch ein bisschen auf den Sack bekommen, aber Ende gut, alles gut, irgendwie habe ich es geschafft. So, jetzt bin ich hier in meiner Basis und die werde ich jetzt erstmal ein bisschen ausbauen. Soweit, wie ich es schaffe. Kassenwart. Okay. Das ganze Ding ist noch eine Bruchbude, da muss echt noch viel gemacht werden. Und noch sehr viel ausgebaut werden, aber das sollte mit der Zeit immer besser werden. Hoffentlich. Man muss halt irgendwo ein bisschen Prioritäten setzen hier bei der Frau Architektin. Weil jetzt blinkt schon ganz viel, was ich bauen kann. Und ich brauche auf jeden Fall einen Shop. Kein Restaurant, ich brauche einen Werkzeugladen, glaube ich. Ein Rüstungsladen, auch erstmal ein Zubehörladen.
Piratenladen verleiht dem Handelshaus eine wunderschöne Fassade. Das ist erstmal zweitrangig. Also ich mache erstmal den Werkzeugladen. Ich glaube, das ist wichtig. Bevölkerung plus 10. Kleine Städtchen wächst. So, da hoffe ich, dass ich mich einfach mal tränken und so eindecken kann. Dann ist es, glaube ich, wichtig, Ressourcen abzubauen. Dass ich einen Steinbruch und eine Weide anlege. Damit halt kontinuierlich Ressourcen reinkommen. Das denke ich doch. So, dann das noch. Ah, ich habe richtig dick Ressourcen eigentlich gerade. Ich kann richtig viel bauen. Dadurch, dass es die letzte Mission auch so lange gedauert hat, haben sich da viele Ressourcen angestaut. Das ist eine coole Sache. Them gems are all ours. Steigert die Lagerkapazität für Materialien. Okay, kann ich noch nicht. Da muss ich noch jemanden finden. Das könnte ich noch bauen. Schatzkammer steigert Lagerkapazität. Da fehlt noch jemand. Fürs Restaurant fehlt mir auch jemand. Könnte ich dem Handelshaus eine schöne Fassade geben? Oder ich mache das effektiver hier zum Beispiel. Die Holzfällerhütte könnte ich noch effektiver machen. Einen Verbündeten finden. Ja, da wird mir schon ein Bild angezeigt. Wer ist das denn? Aber ein Rüstungsladen kann ich auch noch nicht machen. Mir fehlen auch Leute. Ich muss so viele Leute rekrutieren. Ah, mache ich das vielleicht nochmal? Gut, also, wie man sieht, ich muss Leute rekrutieren. That's the key. Oh. Ja, das war alles jetzt. Ich muss Leute rekrutieren. Habe ich schon eine Truppe zusammen hier? Yes. Okay. Das ist doch... Ist Wyler damit gemeint? Der sieht doch genauso aus. Das war doch Wyler. Muss ich Wyler hier nochmal finden und ansprechen wahrscheinlich, oder? Damit ich das dann ausbauen könnte. Gucke ich mal hier nochmal. Nee, das ist nicht Wyler. Okay. Meine Gesichtserkennung funktioniert wieder tadellos. Ich könnte hier nochmal gucken. Gerade was kann ich irgendwas lagern? Runensplitter der Rückkehr. Achso, das ist das, womit ich mich rausteleportieren kann. Gut, gut, gut. Ausrüstung. Runen ändern. Gucken wir mal nach Runen. Okay, da. Ah, bei ihr hat sich was getan. Rune des... Kann ich nicht aussprechen. Ja, du schlagst. Du hast nichts, was ausgerechnet kann. Okay. Er hat was. Ja, gut, mit ihm kämpfe ich aber auch nicht weiters. Er interessiert mich auch nicht. Kalator, mein Freund. Ja, das ist die Fähigkeit. Stimmt, die war freigeschaltet. Saban Stufe 14. Ja, die wird dann einmal kämpfen, dann ist das offen. Sie kann was anlegen. Oh. Rune des Feuers.
Habe ich sie eigentlich dabei als Magical Girl? Rune des Lichts. Lichtmagie. Der Windverzeihung. Magisches Schwert. Ja, was ist Lichtmagie? Was Wassermagie heilt? Feuer wird wahrscheinlich angreifen. Was macht Lichtmagie? Probieren wir es aus. Ach, er ist auch erstmal unrelevant. Francesca. Stufe 28 haben wir ja bald. Er ist auch irrelevant. Gut. Sie habe ich sogar dabei. Dann kann ich gleich mal gucken, was das Licht so macht. Eigentlich müsste ich die ganze Basis absuchen. Ob sich hier irgendwelche Leute verstecken. Die ich noch rekrutieren kann. Jetzt gucke ich erstmal in mein Handelshaus. Was so abgeht. Da hat er seinen Laden. Hi. Oh shit, er hat nur normales Heilkraut. Das ist ja schlecht. Ich brauche das bessere Heilkraut. Stay prepared. Kriegen die bessere Sachen, wenn ich dem Laden jetzt eine hübsche Fassade verpasse? Das ist die große Frage. So, jetzt kann ich mal gucken. Mondlichtheilung. Okay, das ist schon mal die Lichtmagie, stellt eine große Menge HP her. Nicht schlecht. Sind hier irgendwie neue Leute, die ich noch nicht gesehen habe, die ich ansprechen kann? Weil meine Bevölkerung ist ja ein bisschen gewachsen. Sie vielleicht? Nein. Sie vielleicht? Hallo. Hallo. Okay, hier liegt es noch brach. Ich habe beim letzten Mal auch den Tipp bekommen, dass ich ja nochmal ins Startgebiet zurück könnte, um dort mit Leuten zu sprechen. Ah, das ist Tante Martha. Und da oben ist die Holzfällerin. Und die sind ja hier so naturliebend. Hunting is kind of my thing. Ja, das konnte ich mir denken. Das sind die ganzen Naturliebhaber hier oben. Also ich denke mal, das werde ich dann auch angehen. Dass ich nochmal ins Startgebiet jetzt zurückgehe, um zu gucken, ob da Leute sind zum Rekrutieren. Weil es fehlen ja doch einige. Ich könnte jetzt in der Bar nochmal gucken, fällt mir gerade ein. Oder im Gasthaus, besser gesagt. Ob sich da noch jemand rumtreibt. Nie, leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Also einen kriege ich ja noch. Der wartet im Wald auf mich. Da habe ich auch das Questobjekt. Das habe ich mir aufgeschrieben letztes Mal. Das notwendige Questobjekt habe ich. Und damit so, jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir mal da ins Dörfchen rein und gucken, ob da wer ist, der sich unserem Widerstand anschließen möchte. Alles Reichssoldaten hier. Ein kleiner Wauwau. Ich liebe Tiere. 10-mal mit Tieren gesprochen. Ja, was für ein Erfolg.
Vielleicht hat er hier Potentes. Der hat auch nur normales Heilkraut. Das gefällt mir alles nicht. Nee, ich kann doch nicht mal irgendwo reingehen. Das ist ja nervig. Auf jeden Fall werde ich im Gasthaus schlafen. So viel ist sicher. Du möchtest doch. Katzen sind großartig. Du sahst aus wie jemand, der rekrutiert werden möchte. Du auch nicht? Nee, bist nur normaler Dorfbewohner bzw. Dorfbewohnerin. Bleiben. Ja. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Reise. Da ist eine Axt, da brennt ein Feuer. Irgendwie ist hier nichts so. Doch du. Ah, doch, da ist jemand. Wart. I'm extremely busy. So if you want something, hurry it up or get out. Get out. Also manche haben echt einen geilen Akzent. I'm looking for a healer to join up with us. Us who? Is this about the Alliance? I imagine they would need my talents. But if you think you can say a few pretty words and get me to drop everything, forget it. I'm not going anywhere without a show of good faith. Natürlich. Natürlich. What? Bring me 15 healing herbs. Grill, ich danke dir für dein, wie nennt man das? Für dein Abo. Vielen lieben Dank dafür. 15 Heilkräuter. Die kann ich doch kaufen. It means you're not even prepared to take care of yourself. And I detest people who don't treat their lives with respect. Ich habe gerade festgestellt, dass man endlich abonnieren kann. Das ist richtig. Ich habe das mal mittlerweile still und heimlich freigeschalten. If you want my talents, then don't come back without the full 15 healing herbs. Now, if that's quite all, I'm a busy man. So get out. Get out. Get out. I'm a busy man. Die 15 Heilkräuter kann ich dir ganz schnell besorgen. Das kriegen wir hin. Okay, das ist schon mal einer, den man sich hier schnappen kann. Kaufen 15 Villa für 300, naja, das ist ja nix, aber Wiederbelebung kann ich kaufen. Katsching. So, zurück. Da muss ich überlegen, wo ich noch hin kann, überall. Ich könnte ja auch in sein Heimatdorf zurückkehren. Gucken, ob da noch jemand mitmachen will. Aber da muss man viel laufen. Did you bring the herbs? I don't have time for idle chatter. Reichen die Kräuter aus? You're sharper than I thought. All right, fine. Wait there. Alles klar, Meister. Make a tisane and give some to everyone, starting with the most seriously afflicted. Look at this stack of herbs. It's enough to save everyone. Die kann man bei euch im Laden kaufen im Dorf. Dafür. Das ist kein Wunder. I could cry. Well, don't. Spare me the sentiment and distribute the medicine. The longer you dawdle, the worse their chances. Do you hear me? Yes, Doctor.
This village has been flooded with refugees. Some wounded, others in such poor health that illness is quick to spread. But those herbs you brought will give them all a fighting chance. I accept your show of good faith, and I thank you for it. Then you'll join us? A promise is a promise. My services as a healer are yours and the Alliance's. Wunderbar. Is that an invitation to be stupid and throw yourselves into danger? No. Needless heroism should be left at the door. Left at the door. I can't bring back the dead, but if you have the good sense not to cast yourselves headlong into an early grave, I'll patch you up. Because so help me, that's the job. Scharfzüngiger Heiler. Now, I shall be on my way. Alles klar. Vielen Doctor, Dank. Thank you. You're so kind and generous. When I told you to rest, I didn't say, except for needless displays of gratitude, did I? Stop making your condition worse. Yikes. 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 So, haben wir einen Heiler. Ich habe zwar schon eine Heilerin, aber was soll's. Vielleicht kann man ihn als passiven Kämpfer mitnehmen, dass der einen heilt, unterstützt. Die Möglichkeiten gibt's ja auch noch. So, jetzt geht's einfach mal den Weg hier weiter. Dann gehen wir mal in unsere ehemalige Hauptstadt, aus der wir vertrieben wurden. Gucken, ob ich da überhaupt reinkomme. In unser schönes Zuhause, ehemaliges Zuhause, Eltisweiß. Ja, können wir uns ohne Probleme bewegen. Ohne, dass uns jemand festnimmt. Wenn du mit bei Goma vertraut bist. Bei Goma-Trainer? Okay. Oh, die Stadt ist auch groß. Da gibt es einiges zu erkunden. Was ich zu den Spiel fragen wollte, fängt man mit seinem festen Helden an oder ist das so Octopath-mäßig, dass es 8 Helden für den Anfang zur Auswahl stehen und die Grundstory zu beeinflussen? Nee, du hast den einen Charakter hier, den Noah. Mit dem fängst du an. Und der spielt auch die ganze Story über eigentlich die Hauptrolle und alles andere baut sich drumherum auf. Zum Ende hin müssen wir dann sehen, wie es ist. Also der Noah muss bestimmt immer mit drin sein, weil das hier der Main Character ist. Und dann, wie wichtig die anderen noch sind, keine Ahnung. Das wird man sehen. Aber es wird dir immer so stellenweise ein bisschen vorgegeben, wie du die Gruppe zusammenzusetzen hast. Oh, du siehst gut aus. Dich kann ich rekrutieren, oder? Ah, du bist eine Adlige. Okay. Ich dachte schon. Du bist auch eine Adlige, ne? Oh, versteckt ihr euch denn alle? Will hier keiner rekrutiert werden? Oh, hier geht's nicht. Hier drin vielleicht? Hallo? Ausgebleichtes Buch Teil 3, okay. Okay, man kriegt doch einfach mal so Sachen, wenn man Kinder anspricht. Ja, im Trailer wird das nicht ganz schlüssig, das ist richtig, dass ob das, oh ja, lass mich.
ob das, ja, ob man mehrere Storylines hat oder so, oder wie es mit dem Wechseln ist, aber ich glaube, es läuft halt auf dieses Dreiergespann raus. Und drumherum bastelt man sich seine Truppe. Also ich weiß auch nicht, die werden auch nicht viel Story bekommen, ne? Was willst denn du bei 100 Kriegern? Was willst denn du nach groß an Story einbauen? Kannst ja nicht für alle 100 Leute irgendwie eine eigene Story schreiben. Das wird ja wird ja jenseits von Gut und Böse. So, ich kann jetzt mal hier gucken. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel Gruppe Foreman. Und man sieht, die drei sind, da ist ein Vorhängeschloss. Das heißt, die muss ich mitnehmen. Also steht ja auch da, nötige Mitglieder. Und die drei muss ich jetzt mitnehmen für die Story, weil die da besonders relevant sind. Und die anderen drei konnte ich mir dann zusätzlich noch dazu basteln, wie ich lustig bin. So, hier sind aber keine Helden. Wo sind denn hier meine Helden? Kann ich den Schmied rekrutieren, der hier drinne war? Ich brauche nämlich einen Schmied. Nee. Okay, verbessern wir das mal. Ja, das ist wirklich verrückt, dass man so viele ranholen kann und jeder, also was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist jeder auch vertont. Ne, hat so seine, also die versuchen denen schon so ein bisschen Eigenheiten mitzugeben. Ne, das ist so eine kleine Hintergrundgeschichte und ein bisschen Charakter zu geben, aber bei über 100 ist das natürlich fast auch unmöglich. Und ich suche mir hier einen Wolf, ein paar Helden zu finden für meine Basis. Ah, da ist doch was. Oder was ist? Auf was stoße ich hier? Crash! I was pathetic. You thought you could beat me with that flimsy little toy? Destroyed. No, my top. If you want revenge, then you better get good. Not that you'll ever have the skills to outspin me. Man, I'm so pathetic. Rest in peace, Absolute Zero. What was that all about? I just got demolished at Bagoma, that's what. Bagoma, so heißt das also, das Spiel. Worse still, that guy smashed my top to pieces. Poor Zero. The little guy was always there for me. Through thick and thin. Hold on. What's Bagoma? Huh? Why? Are you looking to spin with the rest of us? Die spielen Beyblade, ja, das ist richtig. Das ist so ein Minispiel hier drin. I am a little curious. Then you should go see the spin doctor. His mansion's up this way. Dr. Cork will teach you everything there is to know about throwing down at Bagoma. Das möchte ich erfahren, ja. Too, so I can avenge Zero. See you around, maybe. Kreiselkämpfe. Oh, ich habe immer noch keinen rekrutiert. Hier in der Schmiede, hallo? Nee, du möchtest auch nicht, du bist auch nur so 0815 NPC. Ich könnte noch hoch in die Villa gehen, aber die ist eigentlich, naja, doch, da oben könnte ich nochmal gucken. Aber jetzt gucke ich erstmal, was bei Goma ist. Das war doch hier. Wo er mich gerade noch rausgeschmissen hat. If it is
in our newly minted Spinadeer. I bade you welcome, Noah. Newly minted what now? Spinadeer, of course. Under my tutelage, you will challenge mighty foes and reveal the deeper truths of the Bagoma Top. Yeah. What's happening exactly? Das frage ich mich auch, Francesca. A Bagoma duel is no less than a clash of human wills. When you spin a top, its inexplicable movements are a manifestation of the Spinadeer's own will. Essentially, the top is expressing the very trajectory of life. Huh. You really think these little tops have that kind of power? Let me put it this way. You are a man beset by all sorts of daily fears and worries, yes? A top can dispel those concerns. How, you ask? Mm-hmm. Because the top is an embodiment of your innermost will. My innermost will? Now, select your favorite top from those three varieties. Oh, ist ja wie bei Pokémon. Drei Starter. Then, you will throw yourself into a Bagoma duel. A clash of violent passions that will demonstrate your inner strength to all the world. Okay, got it. Oh my, you actually understood that? As soon as I saw the tops, I could sense they contained a mysterious power. And that is why you are destined to walk the path of a Spinadeer. Spinadeer. Ich möchte Kreiseler werden. Choices. A fire top. Water top and a wind top. So, also was nehmen wir? Feuer, Wasser oder Wind? Select your first partner. Das ist wirklich wie bei, ist ja fast wie bei Pokémon. Feuer, Wasser oder Wind? Oder Pflanze? Wind/Pflanze. Was nehmen wir denn? Das ist doch bestimmt eine Anspielung, oder? Das ist ja mal das beste Product Placement, was ich seit langem gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die auf Beyblade wirklich abzielen, ne? Aber es hat schon eine große Ähnlichkeit dazu. So, was machen wir? Bisasam, Glurak oder Shigi? Windkreisel. Weil der so kreiselt wie der Wind. Der kreiselt dann so schnell, dass wir Windböen erzeugen und das dann wegpusten. Wind und Kreisel macht Sinn. Einer sagt Glurak. Ah, wir bleiben bei Wind. Bisasam war immer der Underdog. To bend your foes like a tempest. You have a keen eye. May it serve you well. So, vielleicht kann man das ja noch ändern später, keine Ahnung. First, you should give your new partner a name. A token of respect, if you oh, will. Jetzt kann man so noch einen Namen geben. A name, huh? Let's go with World Peace. Ach so, ich dachte, ich darf das machen. Wirbelnder Friede. Oh, very nice. Now, for your first duel. And as luck would have it. I knew you'd show up. You had into spin written all over your face. Oh, it's you again. Ja. Let it rip, würde ich sagen, oder? A fellow Bagoma soul searcher. You're just in time. Ready to test our nascent Spinadeer on the field of battle? My pleasure. You can't truly know a top until you've seen it in action. How do you think yours is gonna spin? Ich habe absolut keine Ahnung. I have no idea. Well, I guess you did just pick it out. But I'm ready to give it a spin and see what my heart has to say. That's the spirit. Let's do this. Ja, ich bin gespannt. I've carefully calculated every angle of attack, how much court to wind, you name it.
and I am 100% gonna wipe the floor with you. You wish. Nothing is certain until the tops have been spun. Then prepare to witness the strength of Neo Absolute Zero. Get ready, world peace. It's Bagoma time. Stand by for battle. Das ist ja wirklich wie in einem Anime, dass sie erstmal 10.000 Stunden vorher labern, bis dann ein Duell passiert. Ah, Wind ist Verteidigung scheinbar. Was muss ich... Oh Gottes Willen, was ist denn hier los? Felswelge. In normalen Bagoma-Kämpfen wählst du vor dem Start 3 Bagoma aus und kämpfst dann nacheinander mit ihnen. Du gewinnst, wenn dein Gegner nicht mehr drehen kann oder vom Spielfeld gestoßen wird. Wer 2 von 3 Runden gewinnt, ist der Sieger. Deine Stärkungsleiste wird im Laufe einer Runde aufgeladen. Wenn sie voll ist, drücke X, um Spezialfähigkeiten oben zu aktivieren. Je stärker die Fähigkeit, desto weniger Chancen hast du, sie zu nutzen. Also setze sie weise ein. Okay, manche Gegner lassen gelegentlich Bagoma fallen, wenn sie besiegt werden. Ein Gegner-Experte kann dir vielleicht sagen, welche das sind. Überall auf der Welt gibt es Bagoma-Trainer, die zu Bagoma-Duellen herausgefordert werden können. Versuche, sie alle zu besiegen, um der mächtigste Bagoma-Trainer aller Zeiten zu werden. Das ist eine Mischung aus Pokémon und Beyblade. Okay. Let it rip! KO. Also Wind steht scheinbar für Verteidigung. Ist ja ein reiner Verteidigungskreisel. Reed, you're still taking your first shaky steps as a Spinadeer. What you need is diligence and focus. Vielleicht wird er jetzt mein Rivale, der mich immer wieder herausfordert. Just you wait, Noah. I'm gonna redo the math and come back for a rematch. Oh ja. That was the last time you beat me, ever. Reed isn't the only Spinadeer you'll face. Aficionados of the top can be found in every corner of the world. Find them, duel them, because the road to victory leads to Bagoma's greatest truth. Not to mention spectacular treasure. I'll give it my best, Doc. Komme ich an die Kiste ran? Ja, gut. Wind bei Goma. Ja, da unten, das hat noch keiner erklärt. Was es damit auf sich hat. Magie, Verteidigung, Stärke, Drehgeschwindigkeit, vielleicht Schnelligkeit. Ach, da steht es ja Abwehr. Drehen, Gewicht. Der hat ein hohes Gewicht. Und die zwei sind Lullis. Mythischer Tisch. Okay, jetzt können wir bei Goma spielen. Ja, das kann ich mir auch gerade gedacht, ne? Also es wird echt nichts mit Rebellion aufbauen und die Welt retten. Wir spielen die nächsten 12 Stunden Kreisel. Wir kreiseln ein bisschen vor uns hin. Was ist denn das für eine Puppe da? Kleines Mädchen im Regen. Alter, Wahnsinn. Es gibt ja noch einige Minispiele. Es gibt auch ein Karten-Minispiel, was ich schon so mitbekommen habe.
Also ich glaube, man kann auch sehr viele Zeit in Minispiele reinstecken, anstatt die Welt zu retten. So wie es halt immer ist, ne? So, jetzt gucke ich nochmal, ob da oben irgendjemand ist. Und wenn nicht, habe ich bisher bei Goma rekrutiert als Minispiel. Kann man vielleicht auch als Erfolg werten. Ist hier noch jemand? Du? Ne, du bist nur ein Diener, okay. Ist niemand zum Rekrutieren, Alter. Leck mich am Poppes. Bin nur für das Baiguma hierher gekommen. Wie ich bei FF 7, 8 oder 9, sobald ich Karten spielen kann, war mir das wichtiger als die Story. Völlig verständlich, ja. Das ist völlig verständlich, dass man sich dann lieber mit solchen Sachen ablenkt, anstatt halt die Welt zu retten oder die Story voranzutreiben. Ich fand ja, dass FF 7 Rebirth das ziemlich auf die Spitze getrieben hat, was Minispiele anging. Auch ein sehr gutes Kartenspiel drin gewesen, mit sehr viel schönen taktischen Tiefgang und dass man zum Kartenspiel gab es noch so Herausforderungen, wo man sich Karten erkämpfen konnte, erspielen konnte zusätzlich. Oh, angeln kann man auch, ja, ich kann auch angeln. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Oh, es beißt. Muss ich was machen? Nö. Yes. Fruchtkiemen gefangen. Okay. Na, das war, ist ja ein bisschen unspektakulär dann. Mit Angeln verplempern geht's nicht meine Zeit. Wo ist die Angelexpertin Jess? Ja, frage ich mich auch. Die müsste jetzt. Die müsste jetzt dabei sein. Das wäre genau ihr Ding. Ansonsten, was war noch bei Rebirth? Was war da noch sehr gut? Ein Minispiel. Ist hier noch jemand? Nee, wahrscheinlich nicht. Was waren da noch so? Schon wieder so gefühlt lange her, dass ich da das letzte Mal reingeguckt habe. Das Kartenspiel war halt sehr. Ach, da gibt es ja noch Ford Condor. Was so ein Autobettler. Autobettler, kann man das sagen? Ach, wo man so nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip Einheiten aufs Feld schickt. Und man muss die gegnerische Basis zerstören. Sowas gab's. Also halt ganze Menge. Wenn man Minispiele mag, dann kann man FF7 Rebirth spielen. Da kriegt man so eine Minispiel-Collection mit einer geilen Story außenrum. So könnte man es eigentlich gut beschreiben. Du, Yuka. Oh, ich dachte, ich kann dich rekrutieren. Du siehst nicht. Du, oh. Das Clash of Clans Spiel oder das tolle Rhythmusspiel. Stimmt, Klavier kann man ja auch spielen. Dieses Klavierspielen ist ja schon so an sich. Du willst auch nicht. Dieses Klavierspiel hat mich gebrochen. Da war ich mit meiner Koordination komplett überfordert. Muss ich ehrlich sagen, bin ich zu blöd für. Nee, gefällt mir alles nicht, was du hast. Da war ich ein bisschen zu doof für. Ansonsten weiß gar nicht, was es noch gab. Ah, da gab es ja, wie gesagt, so viel. Ah, das sind nur noch zwei gute Sachen. Auf jeden Fall. Hallo? Möchte hier jemand rekrutiert werden? Möchtest du übertreten? Möchte jemand abtrünnig werden?
Alle keinen Bock scheinbar. Du bist ein normaler... Oh nee, du bist kein normaler NPC. There we go, my Peter. Friends. Grow up hale and hearty for me. Hätte auch ein NPC sein können. I was just tending these crops. Did you need something? Actually, I'm seeking out new recruits. Oh, you're from the Alliance? Well, I don't know the first thing about fighting. Don't care much to learn, neither. Work in the fields is all I know. Would that be of any help to you? Ja, wäre schon cool. I sure wouldn't mind having some land of my own. There's nothing I love more than seeing my veggie pals grow big and strong. Then come grow them for the Alliance. We have no shortage of bellies to fill. Oh, you don't say. Well, planting a field is planting the future, you know. War might be here, but folks don't stop needing to eat. Without a hearty bowl of grub, the war will be over before your troops even swing a sword. Or maybe I've just eaten more than my peck of dirt. Das ist so poetisch. I love it. That's so poetic. Shucks, ain't no one's ever called me a poet before. So, are you sure there's a place for me in the Alliance? Wir haben ganz viel Platz. Join us. Wir haben mehr als genug Platz. Well, rightio. The name's Peter. Mighty glad to meet ya. I'll work those fields day and night to keep the bellies of all my new pals happy and full. Der sorglose Farmer Peter. So, dann hat sich das doch schon wieder halb gelohnt. Den brauche ich bestimmt für die Basis. Hier drin, jemand? Hallo? Keiner da. Kann ich sonst irgendwo rein? Da unten, ja. Ihr vielleicht hier? Ne, ihr seid nur normale NPC-Dorfbewohner. Aber der Peter sah so unscheinbar aus. Oh ja. Hey there. What are you in the market for today? Stalwart Companions. I can check to see if we have some in back. Oh, you meant me. Okay. I'm interested. But you really gotta let me punch up your style game first. I can't be seen with a man who wastes his looks dressing like that. Do you think this breastplate looks great on you? Oh, especially with this shirt here. Oh my gosh, look at you, that's perfect. Why not try on this armor too? Oh, definitely. This is so you. See? I knew there was a good-looking guy buried under all that blah. So fühle ich mich auch manchmal, wenn ich einkaufen gehe. Deswegen nehme ich keine Beratung an. That settles it. I think I like you. So that's one stalwart companion at your service. And it just so happens, I've been looking for a nice, quiet place to ply my trade anyway. Ich glaube, ich habe einen Rüstungsladen gefunden. Cool. Join us. All right, it is on. My name is Frida, and I'm your new armorer. I'll keep you safe in battle, and make sure you look damn good while I'm at it. Modefanatikerin Frida. Sehr schön. So, hier ist niemand mehr. Irgendwo muss ich ja noch einen Koch finden. So, da habe ich alles abgeklappert. Dann, was mache ich denn als nächstes?
Dann gehe ich erstmal nach da gucken. Wenn ich jetzt noch darüber komme, heißt das, wenn ich da durchkomme. Gucken, ob hier noch was Schönes ist. Ist hier noch jemand? Hallo? Du vielleicht? Du? Nicht so wirklich. Ich bin jetzt 13 Stunden, müsste ich sein. Sehe ich das hier irgendwo? Zeigt da nicht an. Können wir gleich, müsste ich mal im Speicher gucken, aber ich glaube so 13, 14 Stunden müsste ich jetzt drin sein. Hallo. Du? Nee, du nicht. Da ist doch ein Koch. Kantinenbesitzer. Ah, du willst nicht mitkommen? Schade. Kinder, die beispielen. Achso, mit dem habe ich ja schon mal gesprochen, mit seinem tollen Schwert, mit dem er angibt. Ach komm, spielen wir eine Runde bei Goma hier mit ihm. Hab ja nur 3 Stück. Dorfbewohner. Let it rip, Leute. Grandios. Drehen wir. Also ganz so spannend ist es jetzt nicht, ne? Oh nein, ich verliere. Mein... Der Dorfbewohner vernichtet mich. Also der Würfel bringt ja gar nichts. Der ist ja schlecht, der Übungswürfel. Das, ich glaube, ich muss erst noch ein paar gute Würfel finden. Hä, das reicht doch schon. Ja, ich habe verloren, ist richtig. Mit meinen komischen Würfeln. Du bist ein Dorfbewohner. Du singst. Oh, der ist doch, den kann ich rekrutieren hier. Der sieht cool aus. Wie kein NPC. Bring it on. I'll accept that challenge any day of the week. Geht's auch um bei Goma? Okay. Jetzt geht's ums Kartenspielen. Hey. Yeah. You over there. You like card games? Das nächste Minispiel. Sure, I dabble. Can I give it a try? Now that's what I like to hear. Let's get right to it, my friend. Here are the rules. Oh Gott. Jeder Spieler spielt seine Karten auf einem der 3 Schlachtfelder seiner Wahl aus. Die Kraft jedes Schlachtfelds erhöht sich abhängig von den Werten und Fähigkeiten der Karten darauf.
Wenn auf jedem Schlachtfeld 3 Karten ausgespielt wurden, gewinnt die höhere Kraft. Karten können unter bestimmten Bedingungen Fähigkeiten einsetzen, die ihre Kraft oder Punkte auf dem Schlachtfeld erhöhen. Hände werden gebildet, wenn 3 Karten auf dem Schlachtfeld eine Reihe ergeben. Es gibt gleiche Art Straight Flush und Straight Flush, je mit verschiedenen Bonuswerten. Der Sieger eines Schlachtfelds erhält Gebietspunkte GP, die durch das Schlachtfeld festgelegt werden, und Feldpunkte FP, die auf den Karten gebildet werden. Die Summe dieser Punkte ergibt die Siegerpunkte SP. Wer die meisten Siegpunkte erhält, gewinnt das Duell. Okay, gar nicht kompliziert. Auf den ersten Blick. First deck's on me. I want everyone to love this game as much as I do. So, I always bring along a few extra card sets. Oh, I get it. This is gonna be a lot of fun. Can't tell you how happy I am to hear you say so. Let's play. You got it. I'll try not to burn you too bad with my mega powerful Scorcher deck. Na, ich bin gespannt, ob ich es richtig gerafft habe. Let the duel begin. Okay, ich habe keine Fähigkeit. Aber ich muss sie farblich halt irgendwie zusammenlegen, scheinbar, ne? Ach, ziehe ich keine Karten nach? Ach, ich muss eine Karte ablegen. Okay. Ist so ein bisschen wie Poker mit drin wahrscheinlich, ne? Card of Destiny. Here I go. I choose you. Was legen wir denn ab? Nehmen wir mal die blaue. Beat this. Also ich könnte zum Beispiel 3 Neuner könnte ich legen oder eine Straße. Card of Destiny. Here I go. I choose you. Wenn ich jetzt noch eine grüne ziehen würde. 1, 2, 3. Also könnte ich 9, also 7, 8, 9. Da habe ich 7, 6, wenn ich jetzt eine 5 zum Beispiel ziehen würde. Dreimal das gleiche, dreimal die gleiche Farbe. Okay, alles klar. Also hätte ich schon mal dreimal die gleiche Farbe. Ich könnte... Oh, ich habe die 5. Straight Flush. Jetzt geht's los. Ultimate Battle Formation. Here I go. Nehmen wir die mal weg. Schön die 8 hier hinlegen. Das ist aber ein sehr langsames Spiel auch. Ah, der spielt auf die 8er da. Machen wir mal die 1 weg. Die 4. Ja, ich mach trotzdem die 6 hier hin. Für den Flush. Ja, der spielt doch. Oh Gott. Spielen wir auf eine 3er? Kann man was riskieren. Guck mal, schon mal was gewonnen. So, eine lege ich ab. Kommt die weg? Oh, jawohl. Das ist ja was Feines. Dreimal eine 3. Ist zwar nicht so gut, aber... Ah, 9 und 6. Die gleiche Art. Aber es reicht nicht aus.
versus Card. You never had a chance. Got me. Okay. Cool. Ja, macht, kann bestimmt Laune machen, wenn da noch Fähigkeiten mit reinkommen. More like I won? Dang. You are seriously good at this. Well, that sells it. I'm going with you, friend. Only way to get stronger. Wait, really? And once I do, I'm gonna take you down in a rematch. The name's Glenn, by the way. Lead on. Okay, sure. I'm always happy to have more comrades. So, damit kann ich den Kartenladen bestimmt bauen, ne? So, do you, like, fight using the cards as shurikens or something? What? Don't be stupid. The cards are for playing the game, man. But I will teach everyone in that town of yours how to play and kick butts that way. Oh, it'll yes. Morale. Probably give you a stronger army in the long run. You can thank me later. Besser als das Kreiselspiel, auf jeden Fall. Wobei ich denke, dass das Kreiselspiel auch noch Tiefgang hat, wenn man mehrere Kreisel hat. Und wenn die Kreisel dann auch mit ihren Fähigkeiten daherkommen und Eigenschaften, dann glaube ich, dass das auch ganz interessant werden kann. Wenn man da ein bisschen taktiert. Aber dafür braucht man erstmal mehr Kreisel. Die muss ich halt irgendwie mal finden, ranschaffen, wie auch immer. Da lasse ich mich überraschen. So, da gibt es auch nur Tränke und so. So, gibt es hier noch jemanden? Nee. Okay, aber es hat sich doch zum Teil gelohnt, ein bisschen. Man hat Kartenspielen gelernt und den Kartenspieler gleich mitgenommen. Den guten Glenn. Dann, was kann ich jetzt noch machen? Einmal wieder komplett zurück. Und dann könnte ich noch mal in die alte Heimat gehen. In sein Heimatdorf. Ob da noch jemand ist, der rekrutiert werden möchte. Das stelle ich mir cool vor. Fühlt sich wie zu Hause an. Dieser Ort ähnelt wirklich unserem Heimatland. Wie es allen wohl geht. Bringen wir Souvenirs, wenn wir heimgehen. Okay, das ist komisch geschrieben. Aber auf jeden Fall darf ich wieder ins Dorf. Das ist schon mal sehr gut und freundlich, dass ich hier wieder rein darf. Nie zurück. Ach, du verkaufst Tränke hier vorne. War auch nicht so wirklich das Wahre. Hier ist nichts mehr. Hier war nur der Fluchtweg. Hallo? Kann ich sie rekrutieren? Nee, scheinbar nicht. Schade. Hallo? Kann ich sie hier rekrutieren? Möchten sie mit mir in den Widerstand gehen? Erdbeermilchrezept erhalten, cool. Dafür brauche ich aber wahrscheinlich ein Restaurant und einen Koch. Möchtest du in den Krieg ziehen? Nee, hier ist nichts. Oh, warum sollte jemand in meinem Zimmer sein?
Macht auch keinen Sinn. Komm. Lass mich hier nicht umsonst hergegangen sein. Lass mich jemanden rekrutieren. Den Turm kann ich nicht hoch. Hey, bei Goma. Bei Goma möchte ich nicht spielen. Da verliere ich nur wieder. Ey, bin ich echt umsonst? Skandal. Du willst wissen, was in diesem Buch ist? Warum nimmst du es nicht mit? Hier, bitte sehr. Okay, ich kriege einfach Bücher. Ich habe es gefunden, als ich das Studierzimmer meines Mannes aufgeräumt habe. Ich brauche es selbst nicht. Aber was hat es mit diesen Büchern auf sich? Das weiß ich auch noch nicht. Das müsste ich auch irgendwie mal erforschen. Okay, also hier gibt es nichts zu rekrutieren scheinbar. Was eine herbe Enttäuschung, dass ich erstmal über den ganzen Berg gelaufen bin. Und dann dafür. Wer gibt mir jetzt die Lebenszeit zurück? Das sind halt so diese Optionen, die man hat, ne? Ich hab's geschafft. Nimm mal die Materialien raus, so ist gut, dankeschön. Du hast 720 Bakwa verdient. Wie habe ich das denn gemacht? Yes. Come back alive. Wie verdiene ich denn hier Geld noch? Exportiere ich die Sachen, die ich anbaue, oder? In a building mood, are we? Ja, ich würde gern was bauen. Zum Beispiel, das ist der Prophezeiungssalon. Das kann ich bauen. Ein Rüstungsladen. Wunderbar. Bringt mir aber keine Bevölkerung ein. Ich glaube, so ein Restaurant würde richtig die Bevölkerung nochmal hochballern. Zubehörladen bauen. Muss ich den Verbündeten finden? Den Koch finden? Ja, ich kann das Ding jetzt hier renovieren, ob mir das was bringt. Jägerhütte. Das ist der mit der Prophezeiung. Restaurant hatten wir ja schon. Zubehörladen. Und hier ist der Kartenladen. Okay, dann machen wir mal die Renovierung. Das bringt vielleicht Bevölkerung. Oh, what a charming space we've made. Ja, find das schön. Haben wir gut gemacht. Oh, da brauche ich aber viel fürs Karten. Den Runenladen, da brauche ich noch jemanden. Runenladen könnte doch eigentlich auch der sein, den ich im Wald getroffen habe, oder? Oder ist der, den ich im Wald getroffen habe? Ich weiß nicht, wer das ist. Schlimm. Steigert den Holzertrag 40 Bevölkerung. Ah, komm, machen wir das gleich noch hinterher. Für die Produktion. Upsala, dass das noch hochgeht. Bauernhof bauen. Hier kannst du Essen und Gemüse ernten. Immer ruf damit. Schön Bauernhof. Ich will ihn ja nicht umsonst rekrutiert haben. The crops will love this.
Weil ich denke mal, ich gehe jetzt demnächst auf lange Mission. Heiße Quellen bauen. Gut. Das soll erstmal reichen. Also ich bin zufrieden. Die Ressourcen sollten damit eigentlich gut reinkommen. Von jedem bisschen. Und dann muss ich mal hier ein bisschen rumschauen, ob was Neues gibt beim nächsten Mal. Und das nächste Mal, damit meine ich morgen. Morgen dann schon. Also, wieder alles wunderbar. Heute war jetzt hier noch eine kurze Rekrutierungssession. Einfach nochmal alles abgeklappert, ob es was zu finden gibt. Hab nicht so viel gefunden, was auch okay ist. Doch, waren noch ein paar Leute. Was? Ich stelle mich immer unter dem Schöffel, dass ich nichts erreicht habe. Dabei kann man doch zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe. Also, deshalb, ich bin zufrieden. Alles wunderbar. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.